In einem ganzen Leben, auf der Suche nach Wissen, hat mich eine Frage beschäftigt. Wie ist unsere Welt entstanden? Die Alten sind vor 1000 Jahren gestorben. Und alles Leben wurde ausgelöscht. Sie zeigte mir, wie es wiedergeboren wurde. Ein ausgestoßenes Mädchen, unwissend um ihre Bedeutung. Von ihr lernte ich, dass das Leben nur durch ein technisches Wunder gerettet wurde. Zero Dawn. Ein Terraforming-System aus 9 Unterfunktionen, die gemeinsam die Erde aus einem kahlen Felsen neu formen. Zu einer üppigen Landschaft. Bewahrt und geschützt von den Maschinen. Und mit ihr erfuhr ich das größte Geheimnis. Das Geheimnis ihrer Geburt. Sie ist ein Klon von Elizabeth Sobeck, Zero Dawns Schöpferin. Geboren, um die erneute Ausrottung zu verhindern. Getrieben von Hades, einer böswilligen KI. Empfindsam durch ein mysteriöses Signal unbekannten Ursprungs. Und mit etwas Hilfe von mir siegte sie in einer großen Schlacht in der Stadt Meridian. Wurde für die Menschheit zur Heldin. Doch so nützlich sie auch war, jetzt muss ich sie zurücklassen. Denn während sie gut machen will, was Hades zerstört, machte ich eine neue Entdeckung. Eine, die Zerstörung bringt und Möglichkeiten. Und jede Nacht habe ich denselben Traum. Ich gehe durch eine Blumenwiese, unter einem wunderschönen Nachthimmel. Und wenn ich in der Mitte ankomme, sehe ich dich, Elizabeth. Du wartest auf mich, obwohl du seit 1000 Jahren tot bist. Bist du noch am ehesten eine Mutter für mich? Nur ganz kurz bin ich vollständig. Nie an. Am Ende bin ich immer allein. Mir läuft die Zeit davon, Elizabeth. Das Land stirbt. Die Menschen leiden. Schon bald werden sie verhungern. Und die Maschinen, die uns helfen sollten, sind außer Kontrolle. Ich muss das alles in Ordnung bringen. Und die Antwort liegt irgendwo im verbotenen Westen. Rebellenanführerin Regala will alle beseitigen, die ihr Unrecht taten. Sie wird jeden töten, der ihr im Weg steht. Man
sagt, sie gehorche einer höheren Macht. Er versorgte sie mit Truppen, Waffen, sogar mit der Fähigkeit, Maschinen zu kontrollieren. Maschinen für einen Krieg. Welche Geheimnisse er auch hat, er behält sie für sich. Und die Antworten, die ich brauche, sind verstreut. Wohin ich auch schaue, alles zerbricht. Ich weiß nicht, ob ich einen Weg finde. So wie Elizabeth. Ohne Hilfe? Ha. Niemals! Ich bin vorsichtig und... Wir begleiten dich. Jemand gesagt. In der Einsamkeit liegt die Kraft. Die Kraft, sich zur Wehr zu setzen. Einem Zweck zu dienen, der größer ist als man selbst. Und zum Wohle aller. Diese Worte trage ich bei mir, auf der Jagd. Wohin es mich auch verschlägt. Und jetzt nehme ich sie mit. In den verbotenen Westen. Am östlichen Rand des Sonnenreichs erheben die Osseram Anspruch auf die Grenze. Handwerker. Baumeister, Zecher. Währenddessen bewachen die Karja ihr Territorium aus Angst vor dem, was dahinter liegt, im verbotenen Westen. In Reinklang befällt eine rote Plage die Felder und droht den Kreislauf des Lebens zu vernichten. Die Utaru singen, um das Land zu heilen. Aber kein Lied wird sie retten. Und weiter im Westen, die Tenakt. Drei Clans, so verschieden wie das Land, das sie beherrschen. Nach Generationen des Blutvergießens herrscht ein zerbrechlicher Friede. Und eine neue Gefahr droht. Regala und ihre Rebellen. Doch auch wenn sie tödlich sind, erzählt man sich von einem noch stärkeren Stamm. Fremden jenseits des Ufers. Auf der Suche nach Geheimnissen am äußersten Rand des Westens. Thank you.
Meine Leute sind verloren und verstreut. Was könnte er mit ihnen wollen? Das müssen wir rausfinden, koste es, was es wolle. Er hat etwas Großes vor. Jeder Stamm, jeder Einzelne ist in Gefahr. Dir muss es gut gehen. Hast deine Schwester wieder, deine Leute. Was hat der Star der Stunde jetzt für Pläne? Du hast doch einen Metallteufel von innen aufgerissen. Die Anerkennung gebührt auch dir. Na, vielleicht ein bisschen. Und die Pläne? Der Admiral braucht meine Hilfe, um unsere Hälfte der Expedition mit Alva im Norden zu vereinen. Und danach weiß ich nicht. Keine Ahnung, ob es mit meiner Schwester so wird wie früher. Oder mit meinen Leuten. Segelst du nicht mit ihnen zurück? Ich möchte nach Hause. Irgendwann. Aber Dinge ändern sich. Die Quen wissen nicht, was sie mit mir machen sollen. Und ich weiß nicht, wo ich hingehöre. Ich schätze, du weißt, wie das ist. Ja. Lange habe ich die Idee einer Heimat gehasst. Das war für mich der Ort, an dem ich aufwuchs, wo ich unerwünscht war. Aber in den letzten Monaten wurde mir klar, dass Heimat überhaupt kein Ort ist. Es sind eher die Leute, bei denen ich sein will. Das gefällt mir. Und, naja, mehr und mehr denke ich, dass ich bei dir sein möchte. Und ich hatte gehofft, dass es dir auch so geht. Und wenn es so ist, weiß ich, wie man damit umgeht. Wow. Ja. Seika, ich habe einen weiten Weg vor mir. Ich weiß. Ich muss auch einiges erledigen, aber es genügt zu wissen, was du fühlst. Ich weiß nicht, wann ich dich wiedersehe. Ich auch nicht. Aber egal, was passiert, vergiss mich einfach nicht. Okay?